Willkommen zur ersten Folge von The Recordening, der beste Podcast Österreichs. Heute am 13.10.2014. Mein heutiger Gast ist Thomas. Hallo. Und wir beginnen natürlich mit Folge 1. Also, wir haben uns die erste Folge Kottern angeschaut. Die heißt übrigens Hartlgasse 16a. Ja, genau, wo auch dann im Endeffekt der Fall stattfindet. Also der erste Mordfall und der zweite. Und als erstes werden wir über die Folge selber reden. Also generell einmal, also es ist definitiv eine Zeitkapsel. Also richtig Wien vor 40 Jahren. Also genau, ja, es sind fast 40 Jahre jetzt, 76 war die Erstausstrahlung. Also allein schon wie die Leute reden, wer angestellt wird überhaupt, weil die Hauptcharaktere sind alle Wiener. Also so wirklich, wirklich Wiener. Also du nimmst aus dem Zinshaus und sagst, du spielst jetzt den Wiener. Und vor allem so archaische Dinge eben wie eben die Haus ja, also die Hausbesorgerin. Ja, genau. Vulgo, die Hausmeisterin. Ja, genau, richtig. Das ist einfach, das sieht man heute nicht mehr auch, also in der Realität nicht, auch im Fernsehen nicht. Und es ist einfach die Sprache, also wenn man sich anschaut heute, Soko, Donau, da reden es wirklich, entweder gibt es Deutsche nur noch oder sie reden Hochdeutsch. Also, aber damals, das ist... Die haben alle Dialekt geredet, glaube ich. Jeder. Oder nein, es hat zwei haben Deutsch geredet. Sogar der Kottern hat am meisten Hochdeutsch, der glaube ich sogar eine Ausbildung gehabt. Ja. Ein Schauspiel. Aber schlecht aus. Obwohl er mies, aber da kommen wir noch später dazu. Generell, die Folge war meiner Meinung nach für das, dass es eben fürs Fernsehen gemacht worden ist und 40 Jahre schon alt ist, ist es eigentlich ein verdammt gutes Ding. Also das ganze Ding war 90 Minuten lang, also Kinofilmlänge. Ja, absolut. Erstens einmal die Länge für eine Folge. Heutzutage gibt es... 45, glaube ich, sind so die Daten, Standard, oder? Ja, standardmäßig 45 bis eine Stunde, sowas. Ja, jedenfalls komplett anders vom Faktor... Der Humor ist, also die Witze, die sie absichtlich machen, sind mies. Aber das Unabsichtliche, das ist... Aber genau, alles, was wir jetzt lustig finden, weil es einfach so veraltet ist oder einfach so eine eigene Altwiener... So, Nostalgie, es ist Nostalgie im Endeffekt. Gern scheißen oder es ist... Ja, eben genau, die einfach, genau, beleidigen tun sie sich die ganze Zeit. Aber die Frauen am meisten eigentlich, bevor es die Frauen, gerade die Frauen schimpfen sich wie Sau, also... Ja, absolut. Ja, und da kommen wir gleich in das erste rein, und zwar, das ist der Rassismus und der Sexismus in der Folge, weil das war einfach für uns beide jetzt eins der Dinge, die am meisten herausgestochen haben. Neben der Tatsache, dass alle Hauptcharaktere weiße Wiener sind und im Hintergrund nur, wenn überhaupt, Komparsen sind, die andere Hausfarben haben oder zumindest ausschauen, als wären sie nicht aus Wien. Ja, also die vielleicht in dem Gasthaus da viele Jugoslawen und halt die zwei tatverdächtigen Jugoslawen. Ja, eben, ja, vor allem, ja, also wie sie die Jugoslawen behandelt haben, erstens einmal, dass sie immer gesagt haben, die Jugoslawen, der Kottern selber ein riesiges rassistisches Arschloch ist. Er ist der ärgste Rassist. Erste Szene, wo man ihm sagt, dass die erste, die umgebracht worden ist... Also er beachtet einmal den Polizisten nicht, er zählt halt auf. Ja, wir haben die Tatverdächtigen, die Frau Schwab, den Herr Doblik und die Jugoslawin. In dem Moment dreht er sich um, ja, genau, schaut in die Kamera. Jugoslawin? Mit aufgerissenen Augen. Also soweit er in seiner apathischen Weise die Augen aufreißen kann, weil der Typ spielt wie ein Butterwürfel. Ja, also der Kottern ist nicht das Highlight, wirklich, also das Rundherum ist das geil. Nein, absolut nicht. Und er ist auch nicht der Fähigste unter allen, unter den allen dreien. Also er ist zuerst auch gleich einmal auf die Jugoslawen angesprungen. Und er hat bis in die letzte Minute, oder? Zwei Minuten vor Schluss, glaube ich, hat er noch... Hat er noch immer eisern, obwohl selbst sein Kollege schon gewusst hat, dass der Mörder wer andere ist. Nein, er hat selbst dann noch versucht, der zwanghaft, na gut, wenn wir es nicht wegen Mord erwischen, dann nehmen wir es wenigstens mit, weil es versucht der Diebstahl. Ja, und dann natürlich noch, dass die anderen Bewohner im Haus selber auch noch extrem rassistisch waren. Ja. Und dann die Pseudonazis... Ja. Der eine Polizist. Der Polizist. Mit ich war in ihrer Untergruppe. Ja, genau, richtig. Das rollende R. Wow, und wow. Die Lippe so noch voll. Ja, nein, wirklich. Also, ich weiß nicht, ob das die Schauspieler selber waren. Ich weiß nicht. Oder einfach, dass sie gesagt haben. Die Schwab war sicher auch, also Alt-Nazi. Also, oder weiß ich nicht. Ich meine, ja, zumindest Mitläufer-Mess-Tum-mäßig. Ja, wirklich ein Block-Nazi einfach. Das richtige Denunzieren und alle beschuldigen selbst, aber inkorrekt. Mhm. Also ja, das ist... Absolut. Und der Sexismus war auch nochmal
wirklich zu spüren. Die Sekretärin, genau. Die vom Kottern wie das letzte Stück Scheiße behandelt wird. Dann die Dolmetscherin im Auto. Die noch schlimmer behandelt wird, weil die Ausländerin drei Stunden ja. im Auto sitzt allein im Auto. Dann, wenn sie was reden will, wird sie unterbrochen. Genau. Und vor allem, sie hat was Gutes zum Sagen auch noch. Ja? Aber es wird einfach drüber gefahren, als wäre nichts los. Und sie sitzt hinten und sie reden quasi über die Weiber, die sind... Also wirklich... Nein. Und vor allem das Schlimme ist ja auch noch, dass die Frauen sexistisch gegenüber anderen Frauen auch noch sind. Ja, sicher, ja. In der Folge. Es ist ein Wahnsinn. Also, dass die Hausmeisterin, dass die eben, nachdem ihr Mann sie verlassen hat, vielleicht doch irgendwie einen anderen Mann sich auch sucht, ja, unvorstellbar. Wird mit so viel Hass begegnet. Machen es vielleicht ein Wirtshaus auf, Frau Mastola. Ja, genau. Aber das war, tut mir leid, aber das war eine der besten Szenen, dass der Postler anfängt zum Umanschauen. Also man muss verstehen, der Postler war am Anfang der erste Charakter, der richtig vorkommen ist. Ja, ja. Und dann hat sich entwickelt von der ersten Minute an diese Romanze zwischen ihm und der Frau Mattola, der Hausbesorgerin. Und ist bis zum Schluss, also das ist dann im Bett geendet, das Ganze, aber... Ja, und vor allem... Ich weiß nicht, ob einfach man damals so Frauen oder generell einfach so Beziehungen angefangen hat. Ja, sie ist 37, mehrere Jahre alleine. Und vor allem, sie hat ihn quasi unschuldigerweise eingeladen für einen Schnaps. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch ist. Ich kenne das nur vom Land. Ich kenne das nicht von der Stadt, dass noch jemand von jemandem anderen einfach reingeladen wird, um dann einen Schnaps zu trinken. Ja, es ist die alleinstehende Hausmeisterin und der Postbote. Das sind jetzt nicht beides Berufe, wo man quasi so viel... Aber es klingt wie ein Porno. Es klingt wie ein Porno und das ist großartig. Ja. Es ist so lustig. Also lieber Cotton-Regisseur, wenn du mal Lust hast, mach lieber Leute. Der überhaupt ich weiß es nicht. Wer ist der Peter Patzak? Wenn er fast 40 Jahre her ist und der war damals 30 oder 40, dann wird er wahrscheinlich schon auch geragelt. Also er könnte Pornos drehen mit diesen Leuten. Ja, nein, wirklich, wirklich großartig. Und das ist auch ein nochmal zurückzukommen auf einfach die Folge generell, wie sehr sich amerikanisches Fernsehen unterscheidet von unserem, wo einfach im ORF, ich schätze mal, das ist einfach Primetime ausgestrahlt worden, 20:15 wahrscheinlich oder kurz so. Kurz vom letzten vor der Runde halt. Ja. Auf die kommen wir noch zurück. Ja. Auf die kommen wir noch zurück, weil das war auch großartig. Das stimmt, ja, man zeigt quasi schon in der fünften Minute die Frau oben ohne nichts zensiert, man sieht die Nippel, alles. Ja, man ja. Sieht sie. Ja, na und das Schimpfen. Das Schimpfen, kein Ding. Alles Mögliche, es ist wirklich toll. Sie war eine der wenigen Leute, die ich wirklich mochte. Die welche jetzt? Die Freundin vom Studenten. Ach so, die vom Doblek. Ja. Ich glaube, Rassismus, Sexismus haben wir jetzt abgehakt. Gut. Also nicht abgehakt, weil das ist ein ewiges Thema, aber in dem Fall jetzt für die Folge soll es einmal reichen. Ich glaube, wir werden in zukünftigen Folgen auch weiterhin noch da mitschneiden dürfen, was da alles passiert. Und jetzt gehen wir mal auf die Leute weiter, also die Charaktere, die einfach in diesem Haus, weil es ist im Endeffekt dieses Haus, in dem die zwei Mordfälle passieren, ist irgendwie so Es ist die Lindenstraße eigentlich. Ja, mehr oder weniger. Ja, nur mit Mord. Ja. Was ist viel besser mal. Oh, ich würde es lieben, die Lindenstraße mit Mord zu sehen. Einfach jede zweite Folge stirbt einer aus der Lindenstraße. Da gehen wir durch die Charaktere ganz grob. Ja, also wir haben den Kottern. Er ist Kommissar, nicht Inspektor. Ja, absolut unfähig. Unfähig. Bist du gelähmt? Also zumindest in der Folge. Ich weiß nicht, ich habe das letzte Mal Kottern vor, keine Ahnung, ich kenne eigentlich nur den Resetaritz. Achso, okay, ja. Weil ich hab, für mich ist es jetzt schon wieder 10 Jahre her, dass ich Kottern geschaut habe. Deswegen wollte ich das auch machen, einfach um heutzutage einfach quasi einen modernen Beweis zu zeigen, dass es immer noch aktuell ist, ja, sicher, auf jeden immer noch Fall. Aktuell ist, immer noch Interesse hat, immer noch lustig ist und einfach ein Zeitzeugnis österreichisch und speziell Wiener Kultur ist es einfach. Oder? Würde ich schon sagen. Also wenn du Wien beschreiben willst oder Österreich, Wien. Wien zu der Zeit, ja. Die Kleidung, die Sprache. Für alles andere gibt es die Piefke Saga. Ja, das stimmt. Die beiden Filme gibt es. Ja, genau. Die erstaunlich, kein einziger Deutscher. Stimmt, ja. Kein einziger Deutscher, weder, also nicht, dass es uns aufgefallen ist, weil selbst die Nachrichtendame... Nein, die hat zwar Hochdeutsch geredet, aber die ist auch Österreicher. Die, wie heißt sie? Die Chris Lohnert, oder wie heißt sie?
Ja. Also der Kottan hat die Kollegen gebart, das sind der Schremmer, das ist der Invalide. Genau, richtig. Nein, du meinst du, also und dann der Schrammel. Der Schrammel ist der Kollege. Genau, der Kollege, der mit dem Streifen ist. Und mit den geschleckten genau. Haare. Der Invalide ist der, der im Kommissariat sitzt und der genau, quasi richtig, die ja. Telefonate ja. und so. Ja. Ja, also, und dann, was haben wir noch? Wir haben, und einfach die, vor allem erstaunlicherweise, ich glaube, die Frauen haben in dieser Folge mehr Screentime sicher, bekommen, ja, auf jeden mehr, Fall. Sind mehr aufgetaucht als alle anderen. Ja, also und die, zwar, und vor allem dieses kleinbürgerliche, umeinandwichsen im Haus selber. Das sind ja die Frauen. Man hat auch gesehen, Zinshaus. Der eine Mann, der immer so wenig gesprochen hat, der hat auch gesagt, ich gehe jetzt in die Arbeit. Der hat auch eigentlich, der war immer, außer Haus eigentlich. Ja, genau, richtig. Also, und die anderen waren halt verwitwet oder der Mann war bettlägerig wie bei der Frau Spahn. Ja. Und dann gibt es ja genau die ganzen Hausbewohner, gehen wir von unten nach oben durch. Ja, genau. Erster Stock, also Erdgeschoss, die Frau Matula, Hausbesorgerin. Ja, genau. Dann Hochparterre. Dann Hochparterre oder gleich daneben die Frau, die alte Frau, die die Mutter Mann gestorben ist, der am Friedhof liegt. Aber auf jeden die Fall. Die Frau Kucherig. Ja, vor allem wunderschön. Wirklich nur österreichische Namen. Nein, wirklich. Kucherig, Matola, ist sicher. Ja, das sind alles. Nächster Stock ist die Frau Schwab mit ihrem bettelnden Mann, die alte Blocknazi-Schwab. Mir ist komplett 30 Sekunden am Anfang die Buffen. Die Buffen. Er zieht gleich eine Buffen, der Schrammel. Schrammel, stimmt, ja, die Buffen. Und, nein, weil in der ersten Szene wird quasi gezeigt, wie toll der Kottan nicht ist als Kommissar. Und sie sind in einem Wirtshaus. In einem Wirtshaus, ja, klar. Ja. Und da ist ein Typ und der schaut ein bisschen shady aus und der will versucht wegzurennen. Und gleich wieder, wie die zwei reingehen in das Wirtshaus, zieht er den Mini-Revolver da und der Kottan ist ja auf der Trottel, geht zur Bar, bestellt was. Ja, es ist so großartig. Also das war... Aber das Beste war die Apathie von allen anderen gegenüber, dass ein Polizist gerade eine Buffe gezogen hat. Was machen die alle um die Zeit im Wirtshaus? Ich meine, schau, es ist früh shoppen, vielleicht was Wochenende. Das kann sein, ja. Ja, wir sind Alkoholiker. Aber wirklich, einer schierer als der andere. Also richtig, nein, Realität. Ja, es ist... Realität, ja, ist vor allem das ist wichtig, genau, um auf die Leute zurückzukommen. Man nimmt jeden ab, dass er wirklich in dieser Position ist und nicht irgendwie wunderschön ausschaut wie heutzutage. Hat sich ja kein Casting gegeben, welche Qualitäten du brauchst, ja, also genau, keine Ausbildung. Ja, genau, richtig. Und vor allem, erstens, die haben alle ausgeschaut, wie sie ausschauen. Sie haben, also, dass sie quasi die Person repräsentieren, die sie sind. Und ich glaube, minimale Schminke. Make-up, die Matula hat sich Make-up draufgegeben. Das war aber Teil der Handlung auch. Ja, eben, also das passt doch so. Ja. Also ich finde, sie haben, das zeigt noch wirkliche echte Menschen. Mit ihren ganzen Fehlern, also mit dem Rassismus und dem Sexismus. Wie gesagt, das ist eine schöne Repräsentation. So, jetzt warte mal weiter. Die Frau Kuchrig, erster Stock, dann oben die Schwab mit ihrem Mann. Ja. Gleich daneben der Student, der Herr Doblik, mit seiner Verlobten. Genau. Und dann waren noch oben dann eben die eher nicht so markant spielende, das Pärchen mit dem Mann, der eben mit Arbeit ist, der stumme Mann. Genau, richtig, ja. Dieser dem Hausfrau. Wir zuerst zumindest, je nachdem, wie wir den Schnitt... verdächtigt haben. Ja, genau, richtig. Aber das war einfach, weil er ernst war, weil er gewusst hat, dass er entlassen wird. Stimmt, das haben wir dann später erfahren. Ja, genau, richtig. Also das fand ich ein nettes Detail. Das war so ein typisches... Ja. Typische Krimi-Geschichte, so einmal eine Person quasi nebenher hinstellen, quasi um den Zuhörer und Zuseher zu zeigen, hey, vielleicht ist es doch der. Die Schwab hat ihn ja auch verdächtigt. Ja, eben, genau richtig. Noch zusätzlich zu dem. Und vor allem, er hat sich wirklich komisch benommen, aber das versteht man dann nicht mehr. Es hat niemand im Haus Kinder gehabt. Ich meine, es waren jetzt nicht viele im kinderhabenden Alter, aber die hätten schon Kinder vor haben. Vor allem, es ist ein altes Zinshaus und ich, wie gesagt, also, das mit dem Zins. Ja, mit dem Zinserhöhung. 650 Schilling, Leute. Aber es ist 1976. Danke. Bitte. Also 600 Schilling kostet 650 Schilling. Miete pro Monat, Zins. Und dann wurde es erhöht. Und das war eben eine große Nebenstory, eben, dass es erhöht wurde auf 800 Schilling. Also das ist doch fast 33% Erhöhung. Das ist massiv. Ja. Und man hat gesehen, einige haben sich gewehrt, einige nicht. Und das zeigt auch so schön. Gehörigkeit. Ja, das ist schön. Kann man doch nicht einfach anrufen. Ja, eben, genau. Ja, eben. Und das, eben diese Angst, dass immer irgendwas von der Obrigkeit quasi herkommt, dass einen bestraft dafür, dass man vielleicht irgendwas nicht in Ordnung findet. Genauso wie, und das geht bis in die Strukturen herunter, dass eben die
die Hauswart, Lady. Dass du nicht zulässt, dass die Blume draußen, draußen steht. Ja, ja, was heute undenkbar wäre, ja, dass du nicht eine einzige Blume, also ich kenne, glaube ich, kein Haus, ja, noch dazu, wo noch irgendwo eine Blume am Gang steht. Und sie hatte... Sie hat ein Zimmer, also ein Kabinett und nichts. Also ja, eben, genau. Nee, und das ist auch ein Ding, das heute nicht mehr existiert. Kaum. Da ist alles zusammengelegt worden. Ja, und vor allem jedes hat ein Klo, weißt du? Ja, weil das ist ja auch das Großartige, das ist nämlich noch ein altes Zinshaus mit Gangklos. Und wo es übrigens eine Leiche gefunden wurde. Ja, genau, das war die zweite Leiche und die zweite Leiche. Ja, und das war der arme, Student. Ja, er hat sich zu viel, eingemischt. In lustige Angelegenheiten. Ja, und sein Tod war großartig. Also ich glaube, wir haben die Leute durchgemacht. Ah, nein, einen haben wir vergessen, eben den Lustig. Ja. Den letzten, also der Lustig, die Leute beschreiben das ein bisschen tü. Ja. Also wir denken Homosexualität daran. Nein, aber definitiv ist das eine Anspielung. Ja, aber er ist auf jeden Fall, wenn dann bi. Ja, höchstens, wenn überhaupt. Er zieht sich auf jeden Fall groß, also für die Zeit wahrscheinlich, Jahre, ganz okay. wahrscheinlich großartig an. Ich habe mir ja auch gesagt, wie als hätte eine Tapete. 70er Jahre Tapete, diese Ringe, diese schwarzen, auf braunen, orangenen Ringe auf weiß, das Hemd mit den fetten. Und die Wohnungsausstattung, wie aus einem Sci-Fi, so teilweise. Aber ein Sci-Fi aus der Zeit, ja, genau. Ah, das ist großartig. Man hätte auch dort eine Star Trek-Szene drehen können. So, oh ja, Captain Kirk besucht irgendeinen großen Wissenschaftler oder so. Und er schaut kurzfristig, schaut er lustig, je nachdem, was er für eine Kleidung hat, schaut aus wie Hugh Hefner oder wie ein Zuhälter. Genau, ja. Wenn er gerade aus dem Schlafzimmer kommt, dann Hugh. Oh Mann. Ja, nein, jetzt haben wir aber alle Leute. So, ich glaube, der Postbote ist halt noch da, das ist so ein Leben, der halt die Matula knallt, aber. Ja. Nein. Nicht nur knallt, Liebe macht. Liebe macht. Ja, nein, weil die zwei scheinen sich wirklich gut zu verstehen. Also das ist, geben sie auch Rückendeckung und so. Mhm. Und sonst alles, es gibt natürlich Nebencharaktere im Wirtshaus, wenn sie sind oder so, aber das ist alles eigentlich alles nicht so wichtig. Ja, genau. Jetzt gehen wir auf die Schauspielerinnen und Schauspieler ein, weil, wow, also es ist, das Gefälle zwischen wirklich gut und wirklich schlecht ist groß in dieser Folge. Dass der Cotton... Also der Cotton als namensgebender, ich möchte nicht sagen Hauptcharakter, aber doch als leitende Figur, ist einfach ein schlechter Schauspieler. Oh, Wahnsinn. Er betont Wörter absichtlich, klarerweise, aber es gibt dann keinen... Er überreagiert. Er überreagiert schlecht. Das Wort im Café. Ja. Oh, das heißt... Also um das euch Zuhörern zu verdeutlichen, er gestikuliert mit seinen Händen und na, was ist denn hier passiert? Als irgendwas Großartiges passiert. Ich meine, einen großen Moment hat er, ich meine, das ist halt natürlich geskriptet gewesen, klarerweise. Am Ende der Episode schneidet ein Auto, das Auto vom Cotton. Wahnsinn! Ja, er fährt super. Er ist nicht angeschnallt, zum ersten Mal in der ganzen Episode. Neben der Tatsache, dass anscheinend, ich weiß nicht, wann ist Gurtpflicht passiert? Keine Ahnung, in der Zeit, wahrscheinlich in der Zeit herum. Damals. Weil es waren nämlich, das Schlimme war, es hat ich glaube, der Höhepunkt war in Österreich, wo es jedes Jahr 3000 Verkehrstote gegeben hat. Und eben wegen solchen Sachen. Ja, weil man den scheiß Gurt nicht ansieht. Und das war vielleicht eine 30er-Zone, die fahren und er bremst nur leicht ab und den Cotton haut halt voll gegen die Fensterscheibe, klarerweise. Er flucht auf, sagt, fahr nach vor zum Schrammer. Ja. Der Schrammer fährt nach vor, sagt, kurbel das Fenster runter und der Cotton schreit raus, schreit den Autofahrer an, der schaut nicht mal rüber, sagt, jetzt kannst du hochkurbeln. Das war die einzige gute Szene. Also man muss, ich hab's jetzt. Das war die einzige gute Cotton-Szene. Neben der Tatsache, dass Cotton irgendwie es einen 20-Minuten-Teil oder so geht. Wo nicht dabei ist. Wo er überhaupt nicht auftaucht. Nicht einmal so nebenher oder so. Einfach nicht dabei ist. Also er kommt vielleicht insgesamt 10-mal vor. Also in 10 Einzelszenen. Ja, absolut, ja. Und seinen Stammspruch lässt er 3-mal, glaube ich, los. Ja, aber es wird zumindest 3-mal gesagt. Ich habe den Running Gag nicht wirklich bemerkt, wie du das dann gesagt hast. Ich meine, ich habe gewusst, den gibt es, den Running Gag bei Cotton, aber so richtig. Das Kommissar gibt's kann eben, dass das, ja. Nein, aber jedenfalls. Und, darauf müssen wir auch noch eingehen, weil es passt nicht wirklich zu den Schauspielerinnen und so dazu, aber ich muss sagen, die Musik. Die Musik, ja. Sie haben anscheinend, ich weiß nicht, wie das mit dem ORF läuft, aber sie haben Cotton. Anscheinend haben sie dem Georg Danz also man oder dem Label, unter dem der Danzer war. Jede Musik, die vorkommen ist, war Danzer. Sei es, dass es zu unter... Einmal nicht. Da war es aber nicht. Nur in einer Rückblende. Da war es Klaviermusik verstörender. Ansonsten jedes Mal softe Akustikgitarre mit leibender Danzerstimme. Ist nichts dagegen zu sagen, nur es war teilweise nicht unpassend. Nein, es war der gleiche Song. Es war 4 oder 5 Mal und dann 2-mal zwei andere. Den hast du eh gekannt. Ja, ich kenne alle. Ich kenne alle. Ich liebe Georg Danzer, aber ich... Auf jeden Fall, es war sogar die Songs, die quasi
in der Story vorgekommen sind, also wie die eine Dame im Wirtshaus war und sie trägt die Jukebox auf. Ja, es kommt Tanzer. Ja. Okay. Oh, und sie spielt Pinball. Ja, sie spielt Pinball. Oh, und das war meine Lieblingsschauspielerin, definitiv. Definitiv. Also ich mochte sie. Sie hat wirklich gut rübergebracht. Ich fand... Aber sie war ein bisschen zu alt für eine Studentin. Sie hat älter gemacht. Er ist großartig. Also natürlich, sie war älter als er, aber... Sie ist ja auch Studentin oder so irgendwas. Nee, man wirklich rausgefunden hat man es leider nicht, aber sie war definitiv eine der interessantesten... Er war vielleicht ein bisschen älter als wir oder gleich alt. Ja, ungefähr. Nee, weißt du, wie es damals war. Die Haarprodukte und wie man sie anzieht. Also genau wissen wir es nicht, aber er war ungefähr in unserem Alter und... Oh, man wird das nie erfahren, das ist ein Film. Das war auf jeden Fall der Student, der Musikstudent und seine Freundin, also Verlobte, wie wir dann später rausfinden, sind definitiv zwei von den besten Charakteren in dem Ganzen. Er hat auch eine richtige Persönlichkeit entwickelt bekommen und hat dann leider halt dafür aufzahlen müssen. Und ich fand ihn wirklich sympathisch, so wie es im Skript geschrieben worden ist. Wir möchten jetzt aber nicht zu viel spoilern, wie dann wirklich alles ausgeht, würde ich sagen, oder? Nee, das werden wir noch schauen. Also wir reden jetzt noch weiter, weil jetzt kommt es eben um den Fall herum. Und wir reden jetzt noch darüber, wie der ganze Fall sich abwickelt im Endeffekt. Weil als erstes wird eben eine der alten Damen im ersten Stock, im Erdgeschoss. Genau, also der Postbote möchte die Post bringen, muss quasi zustellen, weil das ist quasi die Rente, muss quasi anläuten, sie übergeben, es macht keiner auf. Da lernt er quasi auch dann die Hausmeisterin, die Formatola kennen. Zusammen steigen sie dann quasi übers Fenster rein und er sieht, ja, da liegt wer. Dann kommt zufällig quasi die... Apropos offen, Sachen, die offen sind. Es sind das Fenster offen, die Leute haben die Türen offen. Genau, wie hat sie gesagt? Heutzutage, niemand würde unversperrt einfach die Türen offen lassen in einem Zinshaus mit der... Das ist, wie groß war die Wohnung? 20 Quadratmeter? 15 Quadratmeter? Vielleicht, ja. Halt wirklich, sie hat gesagt, so schön, das ist halt mein Vorzimmer jetzt. Ja, genau. Aber das ist einfach so ein Ding, dass es heute... Ich kenne keine einzige Person... Also wenn ich zu Hause bin, ich lasse meine Tür unversperrt, aber man kommt trotzdem nicht rein, weil keine Klinke draußen ist. Aber ich meine... Ja, am Land bei uns, ich meine, meine Oma sperrt jetzt auch immer zu, aber wir haben auch immer offen lassen. Eigentlich. Ja, eben, genau. Ja, also Oma hat auch erst angefangen zuzusperren, wie der Opa gestorben ist. Also, okay, ja, die Angst, ja. Ja, eben, naja, aber es ist faszinierend. Also das ist auch wieder ein markantes Merkmal von, wie sich die Zeiten, Sicherheitsgefühl, subjektives, ja, und was sich da unterscheidet. Ein Telefon im ganzen Haus. Ja. Das stimmt, der Telefon im Ganzen. Beim Friseur. Und bei einem Lustigo. Ja, eben, genau. Lustigo. Nein, der Friseur ist woanders, aber. Genau, ja. Und dass man irgendwo anruft, was in der Nähe ist von dort, wo man ist, damit man die Person bekommt. Und dann läuft einer irgendwo hin und holt Geld frei. Da wird nie mehr drauf kommen, Geld zu verlangen. Ja. Weil quasi zwei Schilling hat er. Ja, fürs Telefonieren. Ja, aber genau. Fürs Laufen und jemanden holen. Da fällt keiner Geld. Also das ist quasi ein sozial, also das ist die soziale Komponente doch sehr groß gewesen. Also heute hat jeder sein Handy, aber damals, das Telefon hat sicher Leute auch zusammengebracht. Also ja. So und vor allem das, also, ja, genau. Und um auf die Schauspieler nochmal zurückzukommen. Also wie gesagt, man hat vor allem den Damen wirklich angemerkt, dass sie wirklich grantlerte, da waren das ganz furchtbare Menschen sind zum Teil und zum Teil auch wieder wirkliche menschliche Momente. Ja, also man hat die Persönlichkeit in alles abgekauft. Also die eine Frau, die Frau Kucherik, die wollte wirklich nur die Pflanze draußen haben, ist deswegen dann bösartig auch geworden und dann ist dieser Rachekonflikt zwischen... Und sie ist so eine, wie nennt sich das auf Deutsch? Horderin, ich weiß nicht. Ja, Messi. Ja, Messi, genau. Messi heißt das auf Deutsch. Wow. In einer Szene sieht man dann ihre ganze Wohnung stapelweise Zeitungen. 3 Kubikmeter Zeitungen. Und sie beschwert sich immer, wie klein ihre Wohnung ist. Und der Kater auch noch. Ja. So fett. Der brunst sicher auf die Zeitung. In der Wohnung. Wow. Und das ist so lustig, wie dann der Doblek reinkommt, Unterschriftensammlung und dann, sie hat keinen Sessel, sie bietet ihm quasi die Zeitungen an und es setzt sich auf einen Stapel Zeitungen. Ja, genau, richtig. Es schaut, vielleicht hat es doch einen Sinn, dass man stapelweise Zeitungen draus Vielleicht kann man auch Kasseln draus bauen oder Tische. Ja, genau, richtig. Was die, sie fängt an, Lego. Lauter Papiermaschee-Sachen drauf zu machen. Ihr Hobby. Ja, genau. Nein, ihr Hobby sind die Pflanzen. Ja, wirklich, die Schauspieler machen es auf jeden Fall. Wirklich, gut. Wirklich gut, also wirklich. Also der schwache Glied in dem Fall war wirklich... Der Cotton war wirklich das schwache Glied in dem Ganzen. Aber so richtig das Gegenteil von... er hat ein paar gute Momente gehabt, aber...
ich muss sagen, der Lukas Resetaritz aus Kottern, den ich so kenne aus meiner Erinnerung, ist wesentlich besser. Ja, das kommt besser. Ja eh noch. Also wenn alles gut läuft mit diesem Podcast, werden wir eh noch die ganzen Folgen durchmachen. Da werden wir dann die Vergleiche ziehen. Dann ja, eben genau, richtig. Ja, ich hoffe, dass du ja wieder zurückkommst. Ich komme sicher noch einmal. Weil das ist echt lustig. Es ist lustig, ja. Ich empfehle es jedem, sowas zu machen, einfach alte Filme anzuschauen. Es sind 1,5 Stunden Großartigkeit, wirklich. Es ist... Und wirklich, es ist auch für das Erkennen, dieses... Ja, meine, vor allem das Beste ist, die DVD habe ich von meiner kleinen Schwester und die ist ja 10 Jahre jünger als ich. Ich finde es erstaunlich, dass ich für jemanden, der noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise, weil ich habe es noch mit im ORF als Ausstrahlung gehabt damals, den Kotter mir angeschaut habe, aber in Wirklichkeit hat meine kleine Schwester, ist der wirkliche Fan, sie wird wahrscheinlich auch einmal dabei sein. Ja, würde ich voll machen mit ihr. Ja, sie ist auch lustig. Also. Ja. Na gut, der Fall. Also man findet die Leiche, es werden alle verdächtigen sich gegenseitig. Kottan hat natürlich gleich einmal die jugoslawische Haushaltshilfe in Verdacht. Natürlich, vor allem, weißt du, weil wir sagen natürlich, aber eigentlich sollte es nicht natürlich sein. Natürlich sein, ja, weil natürlich hat sie einen Schlüssel für die Wohnung. Ich meine, sie muss der alten Dame helfen und die ist nicht immer zu Hause auch und kauft halt ein für sie. Sie ist die schlimmste von allen, oder? Welche? Die gestorben ist. Also gestorben worden ist von ja. Mit dem. Ah ja, der Mord ist ja vollübt worden mit einem Schraubenzieher. So richtig schön ins Herz eigentlich. Ja, genau, richtig. Ja. Nein, und sie war im Endeffekt, wie man dann rausfindet, eigentlich der Schlimmste im ganzen Haus. Also sie war quasi ein Immobilienhai in dem Sinne, hat quasi 2 Zinshäuser gehabt. Ja, und das muss ich sagen, das ist immer noch, das scheint wirklich schön durch, dass das heute noch immer passiert. Eben diese Wohnungssituation, die extrem schlecht ist für Zuwanderer, dann, dass die Immobilienpreise nach oben gehen, dass sie eben ein Immobilienhai ist. Und sie verlangt dann quasi, oder verlangt es nicht, es passiert einfach so. Also, geschlechtliche Dienste von den männlichen Untermietern, alles Jugoslawen, 60 an der Zahl. Wie hat sie gesagt? Sie hat 2 Stunden vor ihrem Tod hat sie noch einen Geschlechtsverkehr gehabt. Genau, ja. Ja. Und keiner glaubt, was der heute? Ja, genau. Das ist auch etwas Interessantes, dass man eben glaubt, dass jemand, der verwitwet ist und alt ist, einfach kein Sexualleben mehr hat. Das ist auch interessant. Dass das auch noch immer. Es ist halt leider oft der Fall, weil der Partner fehlt, aber sie hätten gern sicher einen. Also ja, eben, also das wird auch noch angeschnitten. Also es ist interessant, wirklich, was alles eben. Ah, die Vergewaltigung. Also die Fast-Vergewaltigung. Ja. Wow! Also, wenn etwas nicht aktueller ist, dann weiß ich auch nicht. Da ist ein Ungustel in einer Bar, der... Also soll man sagen, dass er sozial unangepasst ist? Ich weiß nicht. Also, er ist einfach ein Psoffener, wie man sich halt vorstellt. Und aber, er stalkt halt im Wirtshaus schon die Freundin vom Doblik, die ist alleine unten und tut halt Flippern. Und der geht's halt... Das sollten wir auch erklären, oder? Flippern? Ja, Flipper spielen halt. Ja. Pinball, ja, das kennt er. Kennt das noch? Oder bitte hört's an, der Pinball Wizard von The Who, dann wisst ihr, was ja, okay, Pinball ist. Ja, gut, ja, genau, richtig. So, gute Idee. Und der stalkt sie halt aus dem Lokal auch raus, ist sie halt eben schon abgewehrt und dann vor der Straße, wirklich ganz unverschämt, 2 Meter auf der Straße draußen. Grapscht da von hinten, auch beide Brüste, genau, so voll drauf. Und sagt irgendwas in der Richtung von, hey, Süße. Du willst das eh auch so. Ja, oder? Genau. Wow. Also so richtig... Ja, nein, wirkliches Ekelpaket. Ja, also und ja, wenn nicht der Mörder eingeschritten wäre. Also der Mörder war der Held dann in dem Falle, nicht sicher zu seinem Unvorteil, dass er dann quasi das Frauenherz erobert. Aber ja, der Mörder rettet die Vergewaltigungsopferfrau. Ja. Ja. Und schlagt den Typen zusammen. Also man sieht, es ist nicht alles nur schwarz-weiß, es gibt auch Leute, die... Vor allem der Mord war ja der zweite Mord. Der zweite Mord, ja. War mehr oder weniger unabsichtlich. Es war ein Unfall. Also es es war er Pech. War sicher. Nein, Pech, weil er wollte ihn irgendwas im Schaden zufügen, aber er war dann so schockiert, dass er dann... Und lustig und wieder die Leiche... Ja, nein. Lustig, vor allem, weil das... Er heißt lustig, ja, eben. Tü-tü-tü. Ja, und im Endeffekt im Laufe der Episode, der Kotan verstrickt sich immer wieder auf seine Jugoslawen hin, auf falsche Fälle. Ja. Wie gesagt, im Mittelteil 20 Minuten nichts vom Kriminalfall, nur Social Stuff. Und gegen Ende dann, ja, klärt halt dann lustigerweise nicht der Kotan, sondern eben sein Kollege, sein invalider Kollege, das Ganze auf. Er checkt eine Telefonnummer und macht einen Hausbesuch und hat den Mordfall gelöst. Ja, eben, ja, schau, und das zeigt noch einmal, wie versessen. Versessen der Kottan auf den einen Fall war, dass es eben... Es muss Jugoslawien sein. Weil es sind Jugoslawen. Es ist klar.
Oh ja, und dass der Hund hieß Hassan. Ja, Hund ist Hassan, der ist sehr lustig. Ja, es ist vor allem Schäferhund. Weißt du, es geht fast nicht mehr klischeehafter. Ja. Wie hieß Hitlers Hund? Hündin? Das war die Brownie. Der Brownie. Brownie. Blondie. Blondie. Nicht Brownie. Entschuldigung, ja. Liebe Podcast-Zuhörerinnen. Brownie, nein, Blondie. Bitte, wenn ihr einen Hund habt. Wenn ihr Brownie. Und also ihr euch einen Hund kauft, dann bitte nennt ihn Brownie. Perfekt. Also wenn er ein Schäferhund ist natürlich. Noch irgendwas? Oh ja, das mit den 100 Kindern. Ja, also... Auch also die Klischees, die generell gegenüber den... Die Ausländer-Klischees unter Anführungszeichen kann es wie damals wie heute geben. Also die Jugoslawen, die haben 100 Kinder, die sind faul, die können nicht Deutsch. Sie kochen alles mit Schligowitz. Und Schligowitz ist ja der Alkohol. Das riecht alles nach Schligowitz. Nein. Sie kochen alles mit Schligowitz. Oder Gemüse. Genau, und es riecht immer, es feiert immer nach so wie diese einen Politikwerbung, Propaganda, wo da war, Küchengerüche im Stiegenhaus, Ausländer raus, da hat es auf einmal Bayern gegeben, ja, in Wien. Wow, okay. Also, ja, das war... Ah ja, übrigens, weißt du, da, weil ich jetzt die Notizen gerade durchlese, also neben den Sachen, dass das eben einfach furchtbar ist, großartig waren wieder... Also ich glaube, das tun wir in die Extras noch rein. Wir reden jetzt noch über das Fazit und dann tun wir noch ein paar kleine Extra-Sachen, die uns einfach aufgefallen sind. Oder? Dann machen wir das Fazit kurz. Ja, genau. Also würde ich die Folge empfehlen? Ja, definitiv. Also ich finde, die Folge ist großartig. Ist wirklich super zum Anschauen. Am besten wirklich für auch, einen zu Einstieg. Auch zu zweit oder zu mehr. Das ist, es ist nicht so eine Sache wie immer... Wo man dann quasi sich unterbricht gegenseitig und dann stört man den Filmfluss. Nein, man kann immer drüber reden. Ja, und vor allem das Schöne ist, es ist alles im Dialekt, also man muss Dialekt verstehen halt ein bisschen. Ja, das sollte kein Problem sein, so schlimm. Wirklich wichtig ist, es gibt es eh auf DVD, es wirklich wichtig ist, man muss es, also ich finde, man sollte es zum Erd schauen und vor allem mit dem Trinkspiel, das ich vorgeschlagen habe. Das wäre ein Alternativ. Ja. Also um quasi wirklich das Österreich-Wien-Feeling zu bekommen, einfach ein paar Bier kaufen und jedes Mal, wenn jemand im Film trinkt, einfach mittrinken. Trinken, ja. Man könnte auch noch jedes Mal so vielleicht machen, bei jeder rassistischen Bemerkung. Oh, ja. Bei jeder, was im, oder bei jeder Sache, da die im heutigen dann, Fernsehen nicht gezeigt werden würde. Da ist man aber dann knalldicht. Da ist man wirklich... Die Hardcore-Variante. Ja, eben, da hat man dann einen ordentlichen Fetzen. Und so Jugendfreiheit ist jetzt, ja, gegeben. Wie gesagt, ich sehe jetzt... Ich finde immer diese Altersbestimmungen, Altersempfehlungen finde ich immer seltsam. Die Serie selber hat eine ab 12 FSK. Ich hätte es auch gesagt. Aber das finde ich eben das Problem, weil es gibt genug 12-Jährige, die schon geistig auf einem 12-jährigen Niveau sind, wenn sie 10 sind. Und es gibt genug 12-Jährige, die nicht annähernd auf dem Niveau eines 12-Jährigen sind, geistig, um das zu verarbeiten. Ich finde, wenn du es mit jemandem anschaust, dann sollte, also wenn man jung ist, sollte man es mit einem Elternteil vielleicht anschauen, um einfach ein paar Erklärungen zu bekommen und so. Manche Wörter sind vielleicht nicht ganz zu verstehen. Ja, ja, vor allem, weil Hausbesorgerin versteht man vielleicht nicht wirklich jetzt. Ja, nein, es sind einige Teile, die definitiv keinen Platz mehr in unserer heutigen Gesellschaft haben. Eigentlich auch, also wenn einer, sagen wir mal, so alt ist, Jahrgang 98, Jugoslawien, ja, eben, genau. Wie viel sagt Jugoslawien noch was? Ist eben, genau, richtig. Also, was sind Jugoslawen? Ich meine, vor allem, wenn du 12 bist, hast du das auch noch nicht im Geschichtsunterricht durchgenommen. Also, ja, also wenn überhaupt. Ich glaube, wir haben das Zerfall Jugoslawien auch gar nicht so durchgemacht, also in der Schule. Bei uns war es, aber das war, weil es halt aktuell war, war damals wegen Milosevic. Ja. Das hört auch keiner mehr, oder? Ja. Nein, also auf jeden Fall zum Beginn der Folge und... Wir werden dann schauen, also ich kann jetzt nicht vergleichen, wie es jetzt mit den anderen Kotan-Episoden so wirklich das ist. Das wird eben noch interessant. Das werden wir dann sehen in späteren Podcasts, aber so groß und ganzen ist es sicher ein sehr lustiger Film. Und also ja, man kann eben von einem Film sprechen im Endeffekt. Also es heißt Fall 1, aber ja, es ist definitiv ein Film. Es ist, ja, ein guter Einstieg. Ein guter Einstieg in Kotan, und es zeigt wirklich auch, also ich denke mir, dass die Cotton-Rolle sicher absichtlich so dumm geschrieben worden ist, weil man setzt sich definitiv, dann definitiv. Sofort das spielt er dann schon gut den Trottel. Also das macht er schon, auch wenn es unfreiwillig vielleicht ist. Er spielt dann wirklich. Aber es ist eine gute Eröffnung. Präpotentes Arschloch. Ja. Okay, das war's für heute. Wir werden jetzt noch Extras aufnehmen.
ja, die werden wir einfach dranhängen. Das ist, ist, machen wir einfach eine große Folge draus, finde ich. Reden wir eben noch kurz über die Extras. Und ich hoffe, es hat euch gefallen alles, das, was wir heute besprochen haben in der ersten Folge von The Recottoning. Ja. Danke, Thomas. Ja, bitte. War eine Freude. Ja, war wirklich lustig. Ich hoffe, die Aufnahme wird gut. Ja. Soundqualität. Ja, die Soundqualität, schauen wir mal. Ja, und jetzt reden wir noch über einfach Sachen, die uns aufgefallen sind. Also was war ich, bei dir? Ich würde gern auf die Qualität der Polizeiarbeit in den 70ern eingehen. Wir kennen alle, oder der Großteil von uns, CSI oder ähnliche Filme. Ja, was aber eine komplette... Ja, es ist übertrieben. Ja, vielleicht. Absolut. Für Österreich. Vor allem sowieso. Die Spezialeffekte für CSI werden in Österreich gemacht. Cool. Die 3D-Effekte, und so. Ja, genau, das ist okay. Auf jeden Fall, man sieht da immer so bei CSI total steril, alle Handschuhe, Spezialpulver, ja. UV-Licht. Damals gab es einen Mann, Mitte 50, der wahrscheinlich schon um 12 zu Hause sein wollte, beim Essen, bei seiner Frau. Ja. Der mit einer Kamera. Mit einer Kamera Fotos macht, irgendwas. Ein bisschen Tape um die Leiche herum macht. Markiert genau am Boden, schaut immer dumm und. Ich glaube, er will schon mehr wieder weg sein. Ja, also, die Spurensicherung war absolut unfähig. Keiner hat Handschuhe an, alle greifen mit Türklinke an. Ja, so, was ist überhaupt Fingerabdrücke? Der Todeszeitpunkt ist erst wann bestimmt worden? Eine Woche später ungefähr? Nein. Weil am Schluss haben wir gesagt, die vor 3 Tagen umgebracht worden ist. Okay, also dann waren es. Aber trotzdem, dass Ergebnisse von einem Mordfall erst 3 Tage später auftauchen. Ich weiß nicht, ich kenne mich zu wenig aus. Wir sollten irgendwann mal einen Polizisten oder so dabei haben. Nein, wirklich. Oder jemanden, der sich damit auskennt. Ja. Weil das wäre wirklich interessant rauszufinden. Wenn ich mich so erinnere, zumindest in den ganzen Filmen, die ich so gesehen habe oder Serien, zumindest kann man den ungefähren Todeszeitpunkt bestimmen, allein durch die Leichenstarre. Das ja, genau, richtig. Ja. Und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwer die Leiche berührt hat, um zu schauen, ob die lebt oder so. Er hat nur am Anfang gesagt, die wird jetzt eh noch kalt oder ja, so. Ja, genau, die wird noch kalt. Ja. Also... Das war extra eins, Polizeiarbeit, ja. Ja, genau, also das ist uns aufgefallen, dass die absolut mies sind. Dann, dass es einen spezifischen Geldbriefträger gibt. Anscheinend, ja. Er hat davon geredet, der eine Briefträger, dass es anscheinend erstens, die Uniformen. Super Uniform. Ein Wahnsinn. Ja, also, was die heutzutage die Postler tragen, ist ein Scheiß gegen den. Das heutige ist einfach nur ein T-Shirt und Hosen. Und ja, eben, genau. Es ist nichts im Gegensatz zu dem, was damals schön passiert. Richtig schön. Ja, aber sie haben ausgeschaut wie Polizisten. Also wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte... Ja, sicher, aber es hat das Polizisten. Von der Ferne hätte ich einfach angenommen, dass... Und auch der eine Straßenkehrer hat auch so eine schöne Uniform angehabt. Ja, ein Wahnsinn. Die blaue Uniform. Ja. Natürlich die M48 mit dem orangenen Ding ist sicher vom Gefahrentechnischen her viel besser. Absolut, absolut. Nein, das hat einfach praktische Gründe. Aber wirklich auch schön. Ja, nein, also das ist etwas, das irgendwie verloren gegangen ist. Ein bisschen martialisch halt. Aber... Ja, 70er. Ja, nein, und braunes Toilettenpapier. Braunes Toilettenpapier auch ein... Keiner wird heute braunes Toilettenpapier kaufen. Es ist vielleicht gut fürs Optische, also man sieht die Scheiße nicht so recht. Aber nein, das ist eben scheiße. Es ist scheiße, weil du siehst das eben nicht. Ja, also du siehst das nicht. Ist ja das Problem, wenn du wischst und du siehst nicht, dass du fertig bist. Ja, eben. Außerdem, das Ding hat sich nach einlagig oder zweilagig angeschaut. Ja. Das Ding muss kratzen wie ein Wahnsinn. Und der Scheißgurt. Ja, der Scheißgurt. Anscheinend, es muss um die Zeit herum gewesen sein, dass eben die Gurtpflicht eingeführt worden ist. Und. Ja. Also der Gurt war. Ich will mir den nicht, ich weiß nicht mal, wie man den befestigt, also das hat ausschaut, würde man sich den um den Kopf einfach wickeln oder so. Nein, es hat mir eine Todesfalle ausgeschaut. Also ich will nicht in so einer Auto fahren. Nein. Schalldichte der Wohnung, also man... Oh ja, nein, das ist aber heutzutage immer noch ein Problem in wirklich unrenovierten Altbauten, dass du nicht alles hörst. Das Klavierspielen hat man überall gehört. Ja, aber das ist auch so ein Klischee, dass ich glaube, wirklich einen Grund hat, dass eben ja, einfach die Altbauwohnungen, weil die hat man ja damals nicht wirklich gut verschallt. Schalldämmung. Ja, na, vergiss es. Trittschalldämmung. Und wenn, dann ist sie weg, weil das war damals irgendwas in Richtung von Stroh oder so. Also ja, das war großartig. Und dann noch, dass die Bürokratie einfach furchtbar ist. Sie fragen, wo der Mann ist. Und finden raus, dass er tot ist seit 3 Jahren. Ja. und dann bringen die Frau kurz vorm Weinen. Ja, deswegen, entschuldigt sich wenigstens. Ja, aber weißt du, so halbe Wiener Entschuldigung, so
Tut mir leid. Ja, also. Oh, und dass der Postler sauft. Der Postler, ja, also der Postler sauft ab der dritten, vierten Minute seinen Schnaps. Ja, und seitdem konstant. Sieht man ihn fast nur noch trinken. Er ist eigentlich nur bei der Matula in der Wohnung, sauft und beleidigt dann die Nachbarin ja, mit der Matula gemeinsam. Ist, ja, und er macht seinen Job nicht. Es ist. Also. Und pragmatisiert. Und um die Pension wird geredet. Mehrmals. Das stimmt. Rente. Rente. Ja, gehen Sie ins Frühpension? Na, habe eh schon beantragt. Volle Sau. Ja, nein, wirklich. Also. Oh, großartig. Oh, und dass der Postler natürlich für das erste Date mit ihr all out geht, sich wirklich schön anzieht. Das stimmt, also, das ja. kann man nichts sagen. Aber er kauft 3 Rosen. Also ich weiß nicht, wie damals die Rosenpreise waren. Vielleicht hat es eine Rosenengpass gegeben. Ich glaube, er hatte eh schon eine Taschen gehabt. Das war ein bisschen so, er hätte, glaube ich, gar keine Blumen mitnehmen müssen. Der ist sowieso ins Kistel kommen. Also, ja, nein. Das hat man ab dem ersten Moment gesehen, dass man die war auf in Horny. Und ja, nein, beide aufeinander. Ja, man hat es mit einem Messer schneiden können, eigentlich, die Spannung zwischen den beiden. Nein, wirklich. Ja, aber nicht mehr gewusst, aber dass Charmig war es dann. Wird. Ja, Charmig war es dann. Charmig. Und das ist auch irgendwie dieses, ist das Body-Shaming? Ich meine, ich weiß nicht, ist das noch das? Ja, ist das schon, war ja auch nicht besonders groß. Ich meine, naja, ich glaube mal, also ich kann mir gut vorstellen, dass du einfach als Hausbesorger nicht wirklich ja eine große Wohnung kannst. Als du dich umziehst und du bist gerade nackt ja. und du bist gerade im Badezimmer und ziehst dich um, das kommt ja auf Besuch, du machst die Tür auf, es ist ja gehst du dann wieder ins Bad zurück und ziehst dich weiter um oder bleibst du im Gang stehen bei deiner Person, die gerade gekommen ist und ziehst dich dort nackt um? Insofern ist das schon. Nee, sie hat ja kein eigenes Bad. Nicht, hat sie ja nicht, deswegen ja. sage ich ja. Du würdest zurückgehen, aber sie kann nicht weggehen. Stimmt, genau, das ist, ja, das eben, das ist, ja, absolut. Das sind diese Einzimmerwohnungen. Sie hat die Wand aufgestellt, das war das. Diese dieser Schirm, der Schirm war großartig. Ja. Ja, sie hat so einen, Oldschool-Schirm aufgeschoben und er hat natürlich gleich, war hin und weg davon eigentlich. Ich glaube, er hat drüber schauen können, ich glaube, so groß war er. Ja. Also viel geholfen hat der Schirm, glaube ich. Ja, und jetzt noch. Als letztes extra würde ich sagen, weil wir sind doch jetzt schon bei Minute 40 oder so. Noch als letztes war der zweite Tod. Der zweite Tod, ja. Der zweite Tod. Weil der wird vor allem eine Flashback-Szene. Es gibt ein Flashback. Es gibt ein Flashback, gekennzeichnet durch Musik. Also oh ja. Klaviermusik. So dramatische Klaviermusik. Und dann der Tod war Kopfhörer auf Kopf, stolpern, Schnitt, hinfallen. Genau, und dann man sieht, dass quasi die Position verändert worden ist, weil das waren mehrere kurze Schnitte, ja. Das war nicht in einem gedreht. Ja. Und dann haut es ihn gegen die Tischkante, also gegen die Kastel vom Kastelkante, wo das Telefon drauf steht. Tot. Sein Blick dann nachher von Lustig. Oh mein Gott, er ist tot. Er zuckt noch leicht am Boden. Ja, nee, wenn du ihn nichts kriegst. Ja, ja. Ah. Und ja, perfekt. Die Kombination, es war total unerwartet und dann innerhalb von 3 ja. Sekunden war er hinnig. Es war schön gemacht, John Dich. Es war, also mich hat es überrumpelt. Schnitttechnologie damals draußen. Ein Wahnsinn, ja, ein Wahnsinn, super. Ein Wahnsinn. Also da hat sich anscheinend noch jemand Mühe gegeben, weil das muss irgendjemand in irgendeinem Kammer gewesen sein, der das noch schneidet. Ja, es ist ja eine Ohr. Filmkater war ja ein richtig aufwendiger Beruf damals. Ja, genau, ja. Ich glaube, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, wir bedanken uns auch fürs Zuhören. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Das nächste Mal, um einen kleinen Vorblick zu machen, erstaunlich, es ist Fall 2. Gemeinsam mit einem anderen Freund von mir, dem Patrick. Das wird auch sehr lustig. Und dem Thomas werde ich auf jeden Fall bald wieder zurückhaben, weil das war großartig. Danke nochmal, Thomas, fürs Dasein. Und ja, ich muss mir noch einen Spruch ausdenken für den Schluss, den ich dann sage, was die so in der Richtung so goodbye and have fun. Ja, nicht Inspektor, Kommissar. Achso, ja, gut, genau, richtig. Wir sehen uns nächstes Mal, liebe Zuhörer. Also wir hören uns nächstes Mal, liebe Zuhörer. Und nicht Inspektor, Kommissar. Danke.